Ich öle nur ein bisschen. Twitch.tv, ein Papo. Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zur weiteren Runde. Zusammen mit der Sonntagslobby haben wir natürlich wieder ein paar Killer gemobbt. Und in dieser Runde ist der Killer einfach mal mutiert. Aufgestiegen. Er ist wiedergeboren worden als Superheld. Nicht als der Superheld, den wir benötigen, aber den wir verdient haben. Ich bin Klaumann. Und mit diesem winzig kleinen Spoiler entlasse ich euch in die Runde. Lasst mir immer gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abonnement und eine Glocken aktivieren. Und wir sehen uns dann im Outro. Ne, sehen wir uns nicht. Da bin ich nicht da. Also viel Spaß bei der Runde. Klar, ich würd übrigens voll appreciaten, wenn du deine Kamera noch ein bisschen kleiner machst, damit man dein Gesicht nicht sieht. Das ist ja der Zweck daran. Je kleiner ich bin, umso weniger erkennt man, dass ich nie dusche. Es sind Clown, Freunde, er ist hinter mir her, ich hab's zuerst gesehen. Ich bin im Schrank. Er wird mich niemals hier erwarten. Wo bist du? Du hast Head-On, ne? Im Schrank. Wo? Nee. Ich hab Saboteur. Oder ich lock ihn davor. Er ist gerade genau an mir vorbeigelaufen. Genau an dir vorbei? Er ist vorne raus. Okay, ich komm zu dir wegen Head-On. Ich hab kein Head-On. Ich komm zu dir wegen Head-On. Jetzt, hier. Ich geh jetzt oben ins Haus rein. Wo ist dein Head-On dann? Hilfe! Ich werd betrayed! Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Das war's. Hau rein. Freunde, ich brauch einen Hit-Tanks, das bin ich tot. Ich werde den ersten Anruf brauchen. Ich sehe nicht, wo du down bist. Das ist ganz weird. Vielleicht auch, weil du noch nicht down bist. Das macht es noch weirder. Ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hat er nicht irgendwie einen Boon dabei? Ich brauche Hilfe! Was ist denn? Hilfe! Ja. Was? Hilfe! Ich such links dich halt. Ich gegenüber, also gegenüber vom Main. Haus, das wo du gerade auch große Haus. Achso, ganz ich bin wieder im Haus. Auf dem Balkon steht eins. Klar ist, glaube ich, müde. Der im Chase noch? Ist im Chase, ne? Da wir es in einem brennenden Inferno. Ich bin in dem Chase seit 5 Stunden! Was habt ihr, warum ihr so easy eure Deaths bei jetzt sind wir zu zweit im Chase. Ist das nicht cool? Ich hab die Terrorradius voll. Einfach das Game. Ich konnte noch nie so easy viele Deaths machen. Sagen, das warum ist der Killer? Ist der Killer auf Kahn? Nein! Es ist der Klöhr! So, ich teile mich jetzt auf. Warum haben die ein Update rausgebracht? Heißen die Killer ist nicht mehr Killer, sondern Klöhr? Haben die das E rausgenommen? Die haben dafür gesorgt, dass jetzt Killer keine Gen-Pressure mehr haben, solange Klöhr in der Runde ist. Ja. Das ist aber neu, das kenne ich noch gar nicht. Das ist das erste Mal so. Niemand braucht Wasser. Any Hit-Tanks? Nö, ich muss mich jetzt. Ich hab ja schon gehittankt, ne? Ich hab ja schon einmal gehittankt. Any Tank-Shitters? Any Shit-Shankers? Der hat aber auch Flaschen aus der Verdammnis. Hat einer von euch schon einen Totem weggemacht? Nö. In der Palette, Freunde. Meine Damen und Herren, wenn ich hier erfolgreich aufgehoben werden kann, dann seid ihr die schlechteste SWF des Universums. Ja, er will aufheben, Papo. Ich mach eine Kiste auf, ja. Der schüttelt den Kopf, der will nicht. Ich hab halt Dead Hard. Der will. Natürlich will er das nicht. Man will so vieles nicht. So, auf, ich mach jetzt erstmal Folgendes. Irgendwie, das zählt, glaube ich, immer noch zum Juken, ne? Ja, ihn nicht, ja, du holst gerade immer noch, du outplayst ihn halt immer noch. Oh mein Gott, du hast ja gar keine Reaktion. Oh mein Gott, ich bin einfach besser. Ich bin einfach besser. Mit der Clown, der ist gerade sehr enttäuscht, den ich auch gerade so verlasse. Alter, ein Boon-Totem? Da sehe ich mich aber. Da laufe ich jetzt hin, da heile ich mich hoch. Ich heiße eigentlich Boon-Noob. Ich sollte heute eigentlich auch ein paar Boon-Totem spielen. Aber wir wollen ja Sabotage-Papo. Warte, komm mal her. Ich höre dich. Oh ja, fast. Ich hab auch noch Hilfe. Warum brauchst du denn immer Hilfe? Spiel doch mal richtig. Weil der hat halt Nurse Calling, hat der mehr Typ. Mehr kann ich dir halt wirklich nicht helfen. Anscheinend hat der Typ Nurse Calling, was es erstaunlich schwer macht zu überleben, wenn man nicht weiß, ob man das gesehen wird. Das ist kein Hilfe, Hit-Tank, Hilfe, Flashlight. Ich bin der Hacke, Dead-Anok, Freunde, Hilfe. 3, 2, 1. Er hat einen Haken respawned. Ja. Und er hat es nicht gesehen. Hey, du kannst tanken! Tank! Oh mein Gott! Er hat nicht gesehen, dass der Haken respawned ist. Er hat es nicht gesehen. Wenn du einen Tank machst, ich bin 99! Warst du 99, ey? Eine Stunde! Ich war 99,999, der Bike war voll wie mein Gen gerade, aber ihr seid ja nicht gekommen. Er hat nicht gesehen, dass der Haken wieder gespawnt ist. Oh mein Gott, das war alles so perfekt, ne? Papo, Mann. Ja, ich hab das vorweg schon gemacht, weißt du? Ich finde das Einzige, was perfekt war, komm, mein jetzt, ich hab dir geholfen. Ich hab dir geholfen. Gib mir bitte. Klar, was sagst du zu dem Safe? War gut, oder? War ein guter Safe. Dein Safe war gut, ja. Dein Passival Safe war gut. Okay. Das war der Hammer. Also, ich weiß jetzt nicht, warum du mich hatest, ey. Ich hab sabotiert. Vor allem habe ich damit ja noch locker 20 Sekunden rausgeholt, als wir uns angenickt haben.
Es gab ja auch, es gab mal so Leute, die hatten bei Sabo auch Breakout dabei. Gerücht vielleicht. Ja, das ist auch geil, ne? Ja. Aber ich spiele, weißt du, was ich lieber spiele? Nicht Breakout. For the People. Ah, for the People. Und dabei hittagst du dann auch nicht. Genau. Und ich bin zu doof, um Gens zu reparieren, kein Problem. Oh, okay, ich glaube, jetzt will er mich, oder? Ja, er kommt jetzt über die Straße rüber und... Oh, das ist Proof. Ich dachte gerade, ich hätte das Beinschild dabei. Wer chillt da um die Ecke? Willst du mir, also wenn du mir schon Proof gibst, kannst du auch mit reparieren. Er hat mich wieder gefunden, ich brauche Hilfe. Hier ist ja gar nichts mehr. Oh, scheiße, ich bin tot. Da war noch nie was. Hilfe, jetzt ein Netank hier, LOD. Ah. Vertrau mir, der Tank ist ja, ja, klar. Den hab ich. Ja, natürlich, klar, ja, gerade immer. Was ist das für eine dumme Runde? Ja, alles klar, okay. Ja, natürlich, du bringst mir doch nichts. Da brauchst du ja niemals auf, dass jemand für dich hittankt hier ohne. Ich brauche einen Hittank! Bei mir gibt es dieses Limit, die ich tank für jeden. Ich brauche einen Hittank, Leute. Ich bin jetzt Main Building, ich komme vorne wieder hin. Und da müsst ihr mir jetzt hittanken. Vorne Main Building, jo. Never mind, der ist nicht mehr da. Ich brauche keinen Hittank. Klar, weißt du, was ich gerade als viel toxischer als das als Papo das machen würde, hast du gerade einfach gecallt, dass ich keine Reichweite habe und in einem Land bin. Wirklich, ich danke dir vielmals. Das ist ein Moment von dir. Was soll denn das heißen? Ey, Klör ist auch immer sympathisch. Ich wollte nur gewesen. Damit sagen, ja, dass Papo gespannt. Nach Reichweite geht. Ah. Und, ne? Weil er für aber Parzival, in Wirklichkeit, du weißt ja, ich gehe nach Sympathie, ne? Ja, und eben. Und da bist du halt ganz oben, also, dann kommt Klör und dann ganz oben unten ist Dardokard. Aber für mich hast du getankt. Der Kleine. Für mich hat er schon nicht mehr getankt, also ist das Limit wohl irgendwo über mir und dann Dalu. Ja, stimmt. Oh, Pufa ist der... Ich wollte dich auf gar keinen Fall schmälern. Ich wollte nur sagen, das... Ah, das auch nicht. Ist der wen? Ist der AFK? Ja, der Kind ist AFK gegangen, weil ihr den einfach zerfleischt habt. Ich glaube, ich habe den gebrochen, ja. Nachdem mein 5-Minuten-Chase da... Ey, nachdem er mich da 7 Minuten nicht kriegen konnte, war er wirklich schon, da war er sehr angeschlagen, hat es da noch versucht. Du bist der Einzige, der bis da nur hing. Ja eben, aber nach 7 Minuten dachte er sich so, komm, hat sich nicht gelohnt, 4 Gens sind an. Ich versuch's nochmal ganz kurz, aber wenn es dann auch nicht klappt, dann gehe ich raus. Also ich habe ihn schon mal, ich habe praktisch die Brücke schon mal grundlegend eingerissen. Ihr seid nur noch mal kurz drüber gegangen, Mann, um auch die letzten Steine zum Fallen zu bringen. Sind überhaupt noch Gens? Ungefähr, ja. Wo ist der denn? Ich glaube, er ist im Basement, ja. Ja, gut, das kann ich mir auch vorstellen. Der Arme. Ja, ich glaube. Aber er ist nicht im Basement. Er steht wie Batman oben auf dem Dach und guckt in den Himmel. Oh, ja. Das ist auch gut. Da war noch sein Signal. Dann fliegt er los, der Olifant hier. Wie heißt der Dumbo? Das will ich mir angucken. Komm, wir gucken ihn uns an. Kann sich auch mal daneben stellen als Robin? Ja, du könntest ihn auch. Ich geh hoch. Vielleicht kannst du auch mit deiner Taschenlampe dann in den Himmel leuchten. Da ist Batman, Junge. Aber Batman hat ein bisschen. Also, weiß ich nicht, wir sollten mal wieder ins Gym gehen oder so. Warte. So, ihr Hater. So, dann machen wir das Bat-Signal. Komm, wir machen einen Screenshot. Wir machen einen Screenshot mit ihm. Bin gleich da. Ich mach eben Nöd weg, ja, weil der hat noch einen Totem. Ist schon ein sehr philosophischer Blick in die Ferne, muss man sagen. Ja, wir beide hier, was sagst du, wir sind doch ähnlich angezogen. Beide haben einen geilen Knackarsch. Es ist, als hättet ihr gerade einen richtig deepen Talk da oben. Du guckst auch manchmal so rüber zu ihm, als hättest du wirklich gerade was, als würdest du ihm gerade was sagen. Jetzt würdet ihr da oben stehen und einfach über das Ganze nachdenken, warum man das hier jahrelang macht, warum jagt man sich immer gegenseitig und warum wir nicht einfach mal man sich Paletten in die Fresse? Warum muss das alles sein, wenn man doch eigentlich friedlich zusammenleben könnte und einfach mal guckt da draußen in den Sternen? Da kämpfen sicherlich andere Zivilisationen. Oh, er ist da, Freunde, er ist da. Er hat mich wieder böse angeguckt. Nö. Er kann keins mehr haben. Nach so einem tiefen Gespräch tut er alles, was du willst. In die Freiheit. Ich glaube, er hat sich nicht verliebt. Oh, der Arme, der tut mir wirklich leid. Er ist für auf ewig gefangen von der Entity, mit dem weiter ersten, zu jagen. Mit dem ersten Safe, das war so assi. Enfield ist jetzt schon so die beste Map für Killer, würde man sagen, normalerweise. Oh, die Luke ist hier. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt so gar keinen Bock mehr, lässt das Game einfach enden, dann rennt dir doch so jemand durch die Map und macht die ganze Zeit irgendwelche Haken kaputt. Du kriegst nur die ganze Zeit diese Notification. Ja, ich wollte halt noch ein paar Punkte mitnehmen.